Herzlich willkommen zu der zweiten News-Folge von uns. Heute sind wir, oder jetzt sind wir ja im Juli. Und wir wollen, wie auch schon in der letzten Folge, uns erstmal einmal anschauen, was jetzt letzten Monat passiert ist, aber dann natürlich auch den Blick in die Zukunft werfen. Mit dabei ist wieder der Julian, den kennt ihr ja, glaube ich, mittlerweile aus den CityBus Manager Streams. Hallo Julian. Hi, unter anderem hoffentlich. Und weil wir keine Zeit verlieren wollen, schauen wir uns direkt mal an, was jetzt letzten Monat so passiert ist. Da hatten wir einmal eben das Steam Next Fest mit Global Pharma und Heavy Cargo. Zwei Spiele, die, glaube ich, nicht unterschiedlicher sein könnten, aber ich glaube doch auf sehr positive Resonanz gestoßen sind und auch die Devs, also einmal Tox2 und Terabytes, haben sich sehr über eure Teilnahme gefreut und vor allen Dingen natürlich über das Feedback. Das wird auch schon fleißig hinter den Kulissen umgesetzt. Und wir beide, also Julian und ich, aber auch natürlich die anderen bei Aerosoft, sehen auch schon die ersten Veränderungen. Und wir sind gespannt, wo die Spiele dann auch letztendlich hingehen und wie die dann auch performen, wenn die dann full released werden. Aber Stichwort Full Release, da gab es doch auch noch was, oder Julian? Ja, genau. Also das ist quasi auch ein Highlight des letzten Monats für mich persönlich gewesen, denn ich habe da tatsächlich auch ein bisschen gestreamt. Und zwar der CityBus Manager ist ja letzten Monat im Juni, am 25. Juni in den Full Release gegangen. Das heißt, der Early Access, der quasi im November 22, meine ich, begonnen hat, sodass das Spiel ja letztendlich erschien, hat dann jetzt letztendlich auch die Early Access Phase verlassen und ist jetzt in den Full Release gegangen. Und dabei das Highlight des Full Release ist quasi dann dieses neue Szenario-Modus, in dem ihr eigene Szenarien erstellen könnt und auch User-Szenarien spielen könnt. Und falls ihr noch nicht reingeschaut habt, guckt gerne rein, es macht wirklich Spaß. Wir haben es auch schon im Stream ausprobiert und dort erwarten euch auch bald Szenario-Contests. Also vielleicht die es mitbekommen haben, für den CityBus Manager haben wir auch schon zwei Modding-Contests gemacht und das möchten wir bald auch in Form von Szenario-Contests machen, wo es dann natürlich auch wieder tolle Preise gibt. Genau. Ja, Stichwort Stream natürlich. Also mein Tipp wäre auf alle Fälle, baut nicht so die Toiletten und so den Servicebereich wie Julian und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Oder siehst du, obwohl Julian, du meinst ja, du arbeitest sehr effizient, oder? Ich sehe das sehr anders als du, aber das könnt ihr euch im Stream angucken. Genau. Habt ihr ja jetzt auch schon die ersten Videos und Reels zu Highway Police Simulator gesehen. Da kommt jetzt ja auch immer mehr und wir können euch immer mehr zeigen. Natürlich hinter den Kulissen haben wir auch schon ein bisschen was gesehen. Und auf der DevConnect hatten wir auch einige Gespräche mit Andreas von Z-Software. Und wir dürfen euch da noch nicht so viel verraten, aber da kommt ziemlich viel cooler Kram jetzt in den nächsten Wochen. Und ja, wir freuen euch, wenn wir euch da auch immer mehr zeigen dürfen. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir kommen noch mal ganz kurz auf das Thema Twitch zurück. Denn viele von euch haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Letzten Monat haben wir unseren Twitch-Kanal quasi gestartet mit den ersten Streams. Und zwar ist dann, anders als auf YouTube, wo es ja Aerosoft Flight und Aerosoft Move gibt, ist der Twitch-Kanal, wird von in beiden Genres quasi genutzt. Das heißt, Raffi, der Content-Manager im Bereich Flight, streamt dort regelmäßig zweimal die Woche Flight-Content, also den Microsoft Flight Simulator, und Lars Becker, manchmal Flo ja auch demnächst vielleicht dann, und ich zum Beispiel manchmal dann auch. Wir streamen dann dort regelmäßig Move-Content, und falls ihr das noch nicht gesehen habt oder falls ihr den Twitch-Kanal vielleicht noch gar nicht kennt, schaut da gerne mal auf Twitch vorbei, Link ist dazu dann auch in der Videobeschreibung. Und wir veröffentlichen auch regelmäßig die Streaming-Pläne für die kommenden Wochen, damit ihr da auch rechtzeitig Bescheid wisst. Und es lohnt sich auf jeden Fall, denn wie jetzt auch beim CityBus Manager kriegt ihr dort quasi Early Access Einblicke in neue Versionen oder in kommende Titel. Das heißt, da kriegt ihr quasi exklusive Inhalte, exklusiven Content von kommenden Inhalten quasi. Ja, genau. Und alle, die schon auf Steam den Steam Sale mitbekommen haben, der bis zum 11. Juli geht, neben anderen tollen Titeln auf Steam könnt ihr natürlich auch beim Kauf von Aerosoft-Produkten auf saftige Rabatte profitieren. Guckt dort einfach mal durch das Aerosoft-Portfolio. Titel wie Fernbus Simulator, On the Road und so weiter und so weiter sind dort reduziert und dort könnt ihr bestimmt das ein oder andere Schnäppchen machen. Schaut auf jeden Fall mal bei Steam vorbei und guckt euch mal das Aerosoft-Portfolio an. Vielleicht ist da was Tolles für euch dabei. Genau.
Ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwie gibst du mir ein Stichwort nach dem anderen, weil jetzt kommen wir nämlich zu dem, was jetzt überhaupt nächsten Monat so ansteht. Da haben wir einmal natürlich das Fernbus-Simulator-Paket Nummer 4, Buspaket Nummer 4, das jetzt im Juli kommt für die Konsole. Und gleichzeitig kommt da eben auch nochmal ein Patch für die Xbox und für die PlayStation 5. Der dann sicherlich nochmal die ein oder anderen Probleme beheben wird. Aber ich glaube, gerade das Buspaket, das ist natürlich eher was, was man natürlich sieht, was man irgendwie, ich sag mal, greifen kann. Ich glaube, das wird euch freuen, auch dann mit noch mehr Bussen auf der Konsole, mittlerweile fast ganz Europa irgendwie bereisen zu können. Beziehungsweise eure Gäste bereisen Europa, ihr fahrt sie, aber ihr seht ja dann auch zumindest ein bisschen was von Europa. Dann auf der anderen Seite, ihr habt sehr lange drauf gewartet, kommt jetzt diesen Monat dann auch noch das Truck & Logistik Update. Warum das so lange gedauert hat, darauf möchte ich gar nicht so eingehen, weil wir da nämlich jetzt vor einigen Tagen das Dev-Interview mit Mehmet veröffentlicht haben. Und da erklärt er auch so ein bisschen, was so der Inhalt ist von dem Update, also so ganz grob zusammengefasst. Wurde da sehr, sehr viel an der Performance geschraubt von dem Spiel, dass es unter anderem auch viel besser auf den Konsolen läuft. Aber auch die Grafik, hauptsächlich an den Fahrzeugen, wurde überarbeitet. Also auch da wieder ein rundes Paket, das wird dann auch die Grundlage sein, eben für das nächste DLC für Truck & Logistik. Aber wie gesagt, da möchte ich gar nicht so viel vorgreifen, weil da nämlich das Dev-Interview dafür da ist. Schaut euch das gerne an, wenn euch das interessiert. Wenn wir dran denken, verlinken wir euch das auch in der Videobeschreibung. Und dann, Julian, du hast noch eine kleine Nachricht zum Abschluss, oder? Ja, genau. Einmal im Jahr ist es ja immer soweit, und zwar die Gamescom steht vor der Tür. Das heißt, vom 21. bis zum 25.08. findet ja die Gamescom in Köln statt und wir sind natürlich dann wie jedes Jahr auch dabei. Dort könnt ihr uns dann treffen, uns zu den Produkten befragen oder die Produkte selber antesten. Natürlich, da haben wir nämlich einige tolle Highlights dabei. Unter anderem Titel wie zum Beispiel den Fernbus Simulator The Bus, die ihr schon kennt, aber auch zum Beispiel dann Heavy Cargo oder Global Pharma kommen dann dort bei uns an den Start und sind dann natürlich auch auf der Messe anspielbar. Wir haben auch noch ein paar weitere Überraschungen dabei, die ihr bis jetzt noch gar nicht kennt. Zu denen möchten wir aber noch nichts sagen. Das könnt ihr dann vielleicht an der Messe einfach selber rausfinden und vielleicht vorbeischauen dann. Oder wir zeigen es euch natürlich dann in Form von Content auf Social Media. Das heißt, wir geben euch da auch einen guten Überblick über die Titel, die ihr dort anspielen könnt. Auf jeden Fall lohnt es sich vorbeizuschauen. Wir würden uns echt darüber freuen, wenn ihr da seid und würden euch gerne dann am Stand selbst begrüßen. Und ja, hoffen, dass ihr dabei seid. Ja, dann würde ich uns gemeinsam mal verabschieden und würde sagen, wir sehen uns dann spätestens im nächsten Monat oder eben auf Twitch.